Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Democracy 4 Beta mittlerweile, Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Democracy 4 Beta. Und heute geht's weiter mit Deutschland auf schwer, wo wir in einer wahnsinnigen Schuldenkrise sind. Ja, genau, wir waren irgendwie in der nächsten Runde, wir haben noch 10. Also, wir sind das letzte Mal ausgestiegen mit der Schuldenkrise. Wir sind in einer fiesen Schuldenkrise, weswegen wir auch, die ist jetzt am Anschlag ganz oben, weswegen wir auch Emergency Powers haben, also quasi mehr politisches Kapital dadurch bekommen, um diese Schuldenkrise abzuwenden. Ja, aber nicht nur die Schuldenkrise, also hier 5,75 Billionen Schulden haben wir angefangen. Unser Defizit beträgt 150 Milliarden, weil unser Credit Rating einfach mal super scheiße ist. Also wir haben eine total hohe Zinsen. Das frisst quasi ein Drittel unserer Ausgaben sind, also fast ein Drittel, 31% sind nur die Zinsen. Und wir haben noch eine Gig-Economy als Problem, die hört aber bald auf, so wie es aussieht. Erstaunlich. Und wir haben eine nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft am Start. Und wir haben immer noch die Asthma-Epidemie. Die scheint jetzt aber demnächst weg zu sein. Also das sind unsere Probleme und das größte Problem ist unser Geld. Und wir haben letztes Mal versucht, über Steuern irgendwie nachzuregeln, aber 150 Milliarden Defizit ist halt mal eine krasse Nummer. Ansonsten geht's uns eigentlich total gut. Also unsere Umfragewerte sind der Wahnsinn. 99,95. Zumindest von denjenigen, die wählen gehen. Ja. Was war das letztes Mal? Ich habe das nicht mehr im Kopf. Wahlbeteiligung? Ich weiß es leider auch nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass sie deutlich höher war als bei der Wahl davor. Ja, wir hatten, glaube ich, irgendwie 21% Nichtwähler. Irgendwie sowas. Ich habe 35 geschätzt. Und wir hatten 21% Nichtwähler. Und die 79%, die zur Wahl gegangen sind, haben alle uns gewählt. Aber trotzdem sind wir in einer Schuldenkrise. Das passiert halt, wenn man die Difficulty voll hochdreht. Tja. Absolut. Puh. Ich würde unglaublich gerne noch mal ein paar mehr Informationen über unsere Wirtschaft. Könntest du uns da mal noch so ein bisschen was zeigen, was gerade so der Stand der Dinge ist? So Außenhandel, Binnenhandel, irgendwie sowas. Außenhandel. Also erstmal Investment aus dem Ausland ist ziemlich hoch. Unsere Foreign Relations sind nicht so doll. Gucken wir uns das mal an. Foreign Relations, naja. Okay, wir hatten ja hier einige Sachen. Unsere Schuldenkrise stimmt, aber trotzdem sind die Foreign Relations ziemlich gut. Dann Immigration, also Einwanderung ist maximal hoch und der internationale Handel ist relativ niedrig. Da könnten wir uns was angucken. Unsere Wirtschaft generell, also das Bruttoinlandsprodukt rauscht gerade ab, weil wir die Schuldenkrise haben. Dann, was können wir noch gucken? Hier, Inflation geht etwas hoch, das ist jetzt aber, was haben wir hier? Ah, die Business Confidence. Holla. Ja. Ja, Credit Rating, Debt Crisis und unsere Schulden haben den größten Impact darauf. Wir haben eine gute Stabilität eigentlich. Was sagt denn die Stabilität? Ja, also wir sind da ganz weit oben. Was haben wir noch? Energieeffizienz steigt. Ist fast am Anschlag. Okay. Technologie haben wir sind wir runtergegangen.
Aber das kommt größtenteils durch die Internet-Tags und die Automation-Tags zustande, die wir eingeführt haben, damit wir einfach auch noch mehr Einnahmen generieren. Aber ansonsten sind wir eigentlich ziemlich gut, was Technologie angeht. Dann, was haben wir hier noch? Produktivität geht wieder hoch, nachdem wir einen Einbruch hatten, wo wir nicht genau wissen, woran der lag. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen... Was haben wir hier unten noch? Generation der Wohlstands... Die Wohlstandslücke zwischen alt und jung. Relativ niedrig. Also, ja, das ist ein Überblick über unsere Wirtschaft, so wie es im Moment aussieht. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns beim letzten Mal die Einkommenssteuer schon angeguckt. Haben wir die da schon gesenkt oder haben wir erstmal die... Wir haben sie noch nicht gesenkt. Wir haben sie noch nicht gesenkt. Ich würde die Einkommenssteuer sehr gern senken. Okay, wohin? Auf irgendwas um die 35. Möglicherweise sogar noch ein bisschen niedriger. Also 35 wären dann so ziemlich genau 15 Milliarden. Weniger Einnahmen. Noch mehr? Ich tendiere dazu, ja. Also schlussendlich, ich reagiere mal kurz. Goldigold hat vorhin im Chat geschrieben, so eine Variante, wie man dieses Defizit ja ausgleichen könnte, wäre Steuern zu erheben oder anzuheben. Das Problem ist, wenn man den Leuten mehr Geld aus der Tasche nimmt, können sie halt nicht so viel ausgeben und wir müssen halt auch gucken, dass wir unsere unterschiedlichen Wirtschaftszweige halbwegs rentabel bekommen und aus dem Grunde würde ich gerne die Einkommenssteuer senken. 32, gut. Das sind 20 Milliarden, die wir weniger Einnahmen machen. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein totales Kamikaze, ob das jetzt eine totale Kamikaze-Aktion ist. Nee, ich bin, was das angeht, total bei dir. Runter. Wir müssen irgendwie was machen, dass wir anders, also wir müssen jetzt auf der anderen Seite was dafür tun, dass wir wieder mehr einnehmen und dass unsere Wirtschaft hochkommt und dass hoffentlich unser Credit Rating gesenkt wird. Dass wir irgendwie aus dem Defizit rauskommen. Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass wir über die reduzierte Einkommenssteuer ein paar Transferleistungen uns sparen können, weil einfach ein relativ großer Anteil dann doch schon noch mehr Geld in der Tasche hat, wie halt die mittleren Einkommen. Dass wir vielleicht weniger zuschießen müssen bei Rentenversicherung oder bei welchen Bereichen jetzt auch immer so nachgucken. Das ist halt so. Ja. Deswegen, ja, 32 finde ich gut. Okay. Zack. 32%. Also, wir haben Steuererleichterungen gemacht. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben nur noch 6, das heißt, wir können Transferleistungen, also Sozialleistungen, können wir jetzt schlecht... Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die staatlichen Pensionen gucke, die können wir im Moment nur erhöhen, aber da geben wir 65 Milliarden für aus. Da brauchen wir 8, um die zu senken. 65, genau. Wenn wir 8, da können wir fast 8 Milliarden mit einsparen. Das finde ich gut. Also können wir jetzt halt nicht machen, aber potenziell wäre das eine Sache und unsere Krankenversicherung könnte man halt auch gucken, weil tatsächlich, wir sind in Deutschland, wir haben keine staatlichen Krankenkassen, wir haben ja private Krankenkassen. Und da gibt es, da ist das hier in Democracy 4 so dargestellt, dass es Healthcare-Vouchers gibt. Das heißt, der Staat bezuschusst Sachen, damit die private Krankenversorgung halt leistbar ist für alle quasi. Hier könnte man höchstens noch überlegen, ob wir das noch weiter runterfahren können. Ja, genau. Und dafür dann ist was in den Krankenhaussektor oder so zu packen, wenn wir dort wieder was brauchen. Ja. Aber hier könnten wir tatsächlich ein bisschen runtergehen. Dafür hätten wir das politische Kapital noch.
weiß nicht, 5 einfach mal. Ja. Wäre so viel. Ich finde auch schön, dass es quasi jetzt nicht mehr existent ist. Also, nein. Ja. Okay. Nee, klar. Dann lass uns das so machen. Nehmen wir 5 hier. Haben wir nur noch 3. Damit können wir wenig anfangen. Hier sind wir fast schon ganz nach oben gegangen. Das ist nur eine Steuer, die mir jetzt noch ins Auge gefallen ist, weil ich gucke jetzt halt noch mit 3. Da, wo alles grün ist, da können wir auch noch mal hochgehen. Das hier ist für unsere Unternehmen, die versuchen, den Steuern auszuweichen. Da hätte ich jetzt gesagt, können wir einfach noch mal nach oben gehen. Ja. Also... Ja. Ja, immerhin noch mal 1 Milliarde drauf. Machen wir doch, ne? Na? Ja. Okay, und jetzt haben wir nur noch 1 und dann würde ich sagen, nächste Runde. Oh, ich bin gespannt, was jetzt auf uns, um Gottes Willen, ey. Unser Credit Rating ist noch mal downgegradet worden. Das gibt's doch nicht, ey. Also wir sind jetzt bei dem niedrigsten, was man haben kann, glaube ich, oder? C ist das niedrigste? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es ist halt A, B, C und dann gibt es halt immer Doppel und Triple noch. Also Triple A ist das Beste und das Schlechteste ist C, dann kommt CC, dann kommt CCC, dann kommt B, 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 A, 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 A. Nicht aus dem Kontext. Zitieren. So, ich versuche es jetzt gerade. Ja. Aber ich meine, so wissen wir jetzt, wie es Griechenland und Spanien und Italien ging. Ja. Die kam aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ja. Im Chat ist gerade, das kommt auf die Ratingagentur an. Ja, so, ich habe da gefährliches Halbwissen. Also deswegen, ich meine nur, dass ich mich an diese Triple-Dinger erinnere. Wenn du da mehr weißt, Belana, schmeiß gerne was in den Chat. So, und jetzt haben wir News. Das ist wieder die Geschichte mit der Familienbetrieb, der Süßigkeiten herstellt und die unter der Junkfood-Steuer leiden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir uns einig, dass wir die nicht anfassen. Aber kein Dilemma. Unser Defizit ist nochmal gestiegen auf 206 Milliarden. Ja, wir sind hier oben am Anschlag. Die Gig-Economy ist vorbei. Weiß nicht, weil unsere Economy am Boden liegt oder weiß ich nicht. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht runter, das ist schön. Und diese Runde ist die Asthma-Epidemie vorbei. Das ist ja schon mal schön. Also haben wir im Prinzip echt nur da diese Nummer. Ja, manche Ratingagenturen machen das auch mit plus, 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 minus, minus, minus. Ah, okay. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es bei uns nicht mehr schlimmer werden kann. Gucken wir uns die Pensionen an. Tja, gehen wir da rein mit 64 und dann runter auf 56 oder sogar noch mehr. 55 wäre jetzt so meine, warum auch immer es 55 sind, aber... Dann würde ich sagen, lass uns 56,6 nehmen, okay. Dann kostet uns das nur 8 politisches Kapital. Bei 55 sind es dann schon 16, dann können wir auch tiefer gehen. Müssen auch haushalten, was wir noch machen. Ist auch total schön, dass wir bei den anderen Fokus haben. Du hast das politische Kapital im Blick und ich habe die ganze Zeit oben die Auswirkungen im Blick und achte überhaupt nicht auf das politische Kapital und wie viel für welchen Schritt einsetzen. Deswegen haben wir hier eine Doppelspitze. Sehr gut. Ach. Warte. Ich würde nicht zu tief gehen. So an die Grenze wäre schon gut. Okay, dann machen wir das. Okay. Das reduziert. Dann, was wir auch reduzieren, das ist nicht so viel. Arbeitslosigkeitsbeihilfe.
könnten wir etwas reduzieren. Aber bringt kaum was. Bringt kaum was. Also ich befürchte, dass wir da eher was verschlimmbessern. Ja. Hier haben wir das Department, was Sozialbetrug untersucht. Könnten wir total hochdrehen. Was uns ein klein wenig einkommen, aber das nur im 100-Millionen-Bereich. Da lohnt sich. Ja, da lohnen sich fast die zwei Kapital, politisches Kapital nicht für. Na gut. Sind 100 Millionen mehr. Ja. Kann man machen. Ja. Okay. Tja, dann haben wir hier Kindergeld. Wir könnten das Kindergeld runtersetzen. Die Auswirkungen sind gar nicht so schlimm, tatsächlich. Also wir starten bei 14,3. Ich sag jetzt mal, wir nehmen beim Kindergeld 4 Milliarden weg. Die Auswirkungen sind gar nicht so schlimm. Ich möchte ungern so viel wegnehmen. Wir haben ein Defizit von 206 Milliarden. Ich weiß. Ich will auch nicht so viel wegnehmen. Mir geht es eher darum, auf wen sich das gerade wie auswirkt. Und mir ist die Auswirkung auf die Eltern gerade wirklich zu krass, weil an unterschiedlichen Stellen, die wir jetzt gerade angehen, sind sie schon beeinflusst. An dieser Stelle würde ich sagen, diese Sachen hier, Equality nicht, aber Armen, Eltern und Liberale sind Meinungen. Da können wir ruhig einen Impact hinnehmen. Worauf ich jetzt geguckt habe, war Poor Earnings. Und da treffen wir sie um minus 2,5%, was ich hart an der Grenze finde, aber noch vertretbar. Na gut. Also ich denke, lass uns bei den weiteren Kürzungsrunden so ein bisschen die Leute im Blick haben, die wir jetzt gerade negativ beeinflussen. Und die Bereiche und die Equality würde ich ungern opfern. Ja, okay. Wobei die Gender Equality nicht so richtig. Also ich kann damit total leben, weil ich der Argumentation auch folgen kann, Mist, wir brauchen Geld. Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass bei weiteren Kürzungen, die wir jetzt definitiv vornehmen, wir so ein bisschen drauf achten, dass wir diese Leute nicht noch weiter negativ beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann nehmen wir hier mal 4 Milliarden raus. Haben wir schon wieder einiges geschafft, tatsächlich. Pensionen, dann hier Beihilfen für Unterstützung von behinderten Menschen. Ist auch krass, aber das würde ich wahrscheinlich anfassen müssen. Hier haben wir auch wieder Equality. Ich guck mal. Also wir sind bei 11,6. Wenn wir hier an die Grenze sehen, 3 Milliarden eingespart. Equality geht runter um 1%. Übrigens im Chat vorgeschlagen, die Bahn zu privatisieren. Bin mir da noch nicht sicher. Und mir geht es gerade auch, wie Fredinator, jetzt alle Sozialleistungen so radikal zu kürzen, habe ich auch gerade so ein bisschen Bauchschmerzen mit. In meiner Vorstellungswelt ist das gerade so eine temporäre Geschichte, bis wir unsere Wirtschaft wieder in den Griff bekommen haben. Ja, ich glaube aber, dass wir parallel dazu wirklich investieren müssen. Sonst kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wenn wir hier nur Kürzungen fahren an Sozialleistungen, wird die Stimmung auch kippen. Ja, auf jeden Fall.
auf jeden Fall wird die Stimmung kippen. Ich bin jetzt aber tatsächlich so, ich habe mir echt Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Sachen, die wir hier gemacht haben, ist es so, hier ein kleines Stück, da ein kleines Stück. Wir sprechen hier über 3 Milliarden und die Auswirkungen, während auf der anderen Seite unser Defizit 2 Größenordnungen höher ist. Nämlich 200. Das stimmt, aber wir kürzen gerade zuerst an den Sozialprogrammen. Wir könnten auch an dem einen oder anderen Investitionsprogramm kürzen, das wir schon auf den Weg gebracht haben am Anfang des Spiels, als die Situation noch anders war. Das stimmt, ja. Also ich finde es total in Ordnung, jetzt zu sagen, wow, wir werden gerade von Problemen irgendwie und vor allem von finanziellen Problemen an die Wand gedrückt. Lass uns mal gucken, wo wir kürzen, aber dann sollten wir überall gleichmäßig kürzen. Okay, soll man die Behindertenbeihilfe dann nicht anfassen, sondern erst noch bei Investitionsprogrammen gucken und dann nächste Runde? Jetzt haben wir einmal angefangen. Okay, dann würde ich hier jetzt auch 3 Milliarden einsparen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal... Bicycle Subsidies, also Subventionen für Fahrräder. Die kosten uns auch wirklich nicht viel. Nee. Also wir könnten sie höchstens komplett abschaffen. Ja. Hier haben wir Bussubventionierung. Bringt uns auch nicht wirklich viel. Also für sparen wir 200, 300 Millionen ein. Ja, also ich glaube, da fangen wir an, uns, also beide Programme zusammen wären jetzt auch schon 1 Milliarde, ist mir auch klar. Ja. Aber lass uns mal an die großen Brocken nochmal rangehen, zu unterschiedlichen Wirtschaftsförderprogramme oder... Ja, andere Unterstützungs... Eine Sache hatte ich hier noch. Nee, das ist die Busspuren. Ist auch nicht wirklich toll. Carpooling. Hier. Die Electric Car Initiative. Also, dass wir auf elektrische Autos umsatteln. Puh. Auch schwierig. Da was runterzusetzen. Da wäre sogar für mich gerade die Überlegung, das komplett abzubrechen. Für eine gewisse Zeit X. 7. Fände ich okay. Wir müssen... Immer noch wieder einführen. Ja, genau. Okay, dann canceln wir das hier. Bis zur nächsten Wahl, mal sehen. Ja. Das ist halt auch das Spannende übrigens in Politik oder in diesem politischen Raum. Es passiert halt einfach, dass du irgendwann merkst, das funktioniert so nicht mehr, wir brauchen was Neues und müssen was anderes abschaffen. Weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Ja. Tja, was wir jetzt auch machen könnten, wir hätten noch die Alcohol Awareness Campaign, kostet kaum was, die können wir beibehalten. Freie Schulessen kostet uns 1 Milliarde. An unserem Verkehr, Flugverkehr, Kerosinsteuer und so, da waren wir beim letzten Mal schon dran, ne? Ja, wir haben hier sind wir mit der, das ist die Kerosinsteuer. Da ist jetzt nicht mehr viel zu holen. Also da ist noch Potenzial nach oben. Das kostet nur relativ viel politischen Einfluss. Die Vielfliegersteuer haben wir bis ans Maximum hochgeballert. Wir könnten mit der CO2-Steuer hochgehen und was ich mittlerweile gelernt habe, die CO2-Steuer haben wir eingeführt und wir haben gerade schon wieder 0 Income. Ja. Weil wir 0 CO2-Emissionen haben. Ergibt sich.
Das heißt also, grundsätzlich hat unsere Politik gefruchtet, richtig? Genau. Das heißt, wir haben das mit dem Abschaffen und Wiedereinführen, haben wir uns selber ins Knie geschossen, weil, wie man hier sieht, wir haben es abgeschafft und dann ging das CO2 wieder hoch und das war halt schlecht für die Umwelt. Total spannend. Ja. Also, auch das... Auch gut. Also, falls sich noch jemand wundert, warum es auch immer wieder zwischendurch Evaluationen gibt, wie es denn mit der Umsetzung von Gesetzen denn eigentlich funktioniert, das ist der Grund. Uns fehlt einfach ein Expertengremium dafür. Ja. Genau, bei der CO2-Steuer, weil ich das auch im Chat gerade sehe, ne? Also bei der CO2-Steuer geht es ja nicht darum, Einkommen zu generieren, sondern dass wir tatsächlich die CO2-Emissionen runterkriegen. Und das haben wir ja tatsächlich geschafft. Also das ist ja das Großartige. Ich bin auch überrascht, wie schnell das ging. Ja, wir hatten die ja schon eine Weile laufen und dann haben wir ja gedacht, da kommt ja nichts mehr raus, also schaffen wir sie ab und führen sie wieder ein. Und dann hatten wir plötzlich wieder Einnahmen. Lag daran, dass diese Steuer so gut, so effizient funktioniert hat, dass wir auf Zero Emission gehen. Das heißt, nochmal jetzt wo wir gerade auch drauf waren, ein Beweis dafür, dass wir vollkommen richtig liegen mit dem, die Electric Car Initiative abzuschaffen. Weil wir haben eine teure CO2-Steuer. Das heißt, es braucht nicht eine eigene Initiative, um auf Elektrizität umzuswitchen, weil wahrscheinlich elektrische Antriebe bei Verkehrsmitteln günstiger sind, weil unsere CO2-Steuer so hoch ist. Also können wir die Electric Car Initiative im Prinzip weglassen. Dann wäre jetzt die Frage, ob es noch was anderes gibt, was wir weglassen können, ob es noch bei den Unternehmen diese Vorgaben, ob man da noch irgendwas machen kann. Was mir gerade so ins Auge springt, naja, das bringt nicht viel. Also die Subventionen für Biosprit geben wir jetzt nicht so viel für aus. Die können wir 10, das abschaffen, lohnt sich fast nicht. Aber die Beschränkungen für Unternehmen, sagst du gerade. Also Förderungen. Wir haben ja Beschränkungen eingeführt. Und dann haben wir gleichzeitig den Umbau gefördert. Ich weiß nur gerade nicht mehr genau, wie. Also Förderung im Prinzip, hin zu CO2-neutral, meinst du? Hm. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, nee, Smart Meter Program, das war es nicht wirklich. Was haben wir hier? Recycling. Nee, ich komme jetzt auch gerade nicht. Also wir haben, glaube ich, haben wir tatsächlich die Wirtschaft so direkt fördern können? Oder war es halt so, wir haben Wirtschaftsprogramme, allgemeine Wirtschaftsprogramme aufgesetzt, so wie zum Beispiel Business Startup Campaign? Die kostet uns kaum was, aber ich glaube, das kam mit aus dieser Kategorie, bin mir aber nicht sicher, ob wir dort nicht noch irgendwas hatten, wo es um diesen Industriebereich speziell ging. Weiß ich leider nicht mehr so was. Nee, ich bin mir auch nicht sicher. Ob wir in der Richtung was gemacht haben. Was ist das hier? Ah, Rural Development, also ländliche Entwicklung. Hier würde ich ungern rangehen, weil unser Bruttoinlandsprodukt ja eh schon nicht so. Genau. Würde ich auch nicht rangehen. Was haben wir hier? Kernenergie. Ist gerade, dass wir dafür sorgen, dass das abgeschafft wird. Also, wir sind auf dem Weg, dass wir die Kernenergie abschaffen, den Ausstieg daraus, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn ich das hochsetze, ja, das wirkt sich auch positiv auf das Bruttoinlandsprodukt aus. Negativ. Ach so. Ja, aber wenn du es hochsetzt. Und gleich wird's grün.
Jetzt. Ja, aber dann müssen wir 3,5 Milliarden ausgeben, damit wir ein kleines Wachstum von 1% haben. Also es ist sehr, sehr teuer, wenn du hier unten drauf guckst. 3,5 und dann sind wir wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich bei plus 2% für 3,5 Milliarden. Das ist was ist für, wir schwimmen wieder ein bisschen im Geld. Ich bin der festen Überzeugung, wir kommen da noch hin. Aber... ich will doch mal kurz auf das reagieren, was im Chat passiert. Und zwar, das links oben, dieses blinkende Ding, sind unsere momentanen Notstandsgesetze, beziehungsweise unsere Emergency Powers, wie es hier so schön heißt, weil wir eine Schuldenkrise haben. Ja. Und dann gab es die These, dass man doch eigentlich die ganze Zeit mit in diesem Krisenmodus fahren könnte, weil so hat man ja mehr politisches Kapital. Das funktioniert auf Dauer in so einer Demokratie nicht. Das, wenn man sich mehr Macht nimmt, als einem eigentlich zusteht. Das führt nicht nur zu schlechter Presse, sondern im Zweifelsfall auch zu einem rebellierenden Parlament. Insofern kann man das nur so eine gewisse Dauer tatsächlich nutzen. Ohne genau, man kann es halt missbrauchen. Da gibt es ein berühmtes Beispiel in der nicht ganz 90 Jahre zurückliegenden Vergangenheit. Ne, wie man über Notstandsgesetze die Macht ergreift. Wann war es? 1933? Ich weiß gerade nicht. Mein historisches Wissen ist gerade raus. Aber es gibt ja auch aktuelle Diskussionen genau dazu. Ja. Und insofern, wenn man halt das Vertrauen der Bevölkerung verliert, das ist das, was wir momentan in Popularität und auf dieser ganzen linken Seite sehen, dann wird man entweder nicht wiedergewählt oder aber hat wirklich Stress und muss seine Sicherheitsbehörden alarmieren, weil die Leute anfangen, gegen einen zu rebellieren. Das ist dann halt dummerweise die Kette, die dann in Gang gesetzt wird. Also immer wieder so Eskalationsstufen, bei denen man eingreifen sollte. Insofern sind diese Emergency Powers in der Demokratie wirklich mit Samthandschuhen anzufassen und so wenig wie möglich einzusetzen. Und ich vermute auch, in dem Spiel wird es so sein, wenn dieser Zustand allzu lange anhält, wird sich das negativ hin politisch auswirken. Ja, ist eine Vermutung, aber wahrscheinlich nicht weit hergeholt. Ja, genau. Also wir sind jetzt auch an so einer Stelle, wo es halt krass zur Sache geht. Ne? Defizit wahnsinnig hoch. Hier unten habe ich noch was gesehen gerade. Die Hybrid-Car-Initiative, warum die da unten ist, aber die kostet uns so wenig, die bringt fast gar nichts. Wir könnten die Steuer auf Drogen größer machen. Wie viel bringt uns das denn? Ja, 600 Millionen. Nicht wirklich viel. Gut, das stimmt, aber 600 Millionen haben oder nicht haben. Ja. Empty House Tax. Nicht sogar versucht, die noch hochzuziehen, aber da weiß ich nicht, wie viel das dann in Summe wäre. Ja gut, dann machen wir erstmal Drogen teurer. So. Wir müssen uns allerdings dessen bewusst sein, dass wir damit den Schwarzmarkt anfeuern und das dazu führen kann, dass wir über kurz oder lang uns wieder mit unseren Polizistinnen und dem Geheimdienst mit Kriminalität beschäftigen. Ja. Übrigens möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass hier ein großartiger optischer Witz verborgen ist. Medium auf Drogen. Hi. Ja, ich weiß, der war schlecht. Aber ja, 600 Millionen. Mhm. Zack. Und da sind wir... Ja? Die Hybrid Car Initiative noch abschaffen würden, hätten wir auch zusammen eine Milliarde. Ja. 100 Millionen. Ja, das stimmt, sind nur 100. Okay, ja. Einen Punkt noch. Nächste Runde, fürchte ich, müssen wir machen. Ja. Puh.
Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.